Hallo und herzlich willkommen hier bei der Spielwiesenpanik. Hier ist wieder euer Rookie und wir treffen uns genau da wieder, wo wir aufgehört haben. Allerdings musste ich natürlich hier wieder hinlaufen. Ich hatte nämlich noch keinen Wegpunkt. Wir hätten einfach nur mal runtergehen sollen in den Subway. Okay, also machen wir das natürlich jetzt. Unser Auftrag ist ja da runter zu gehen. Und da tun wir uns jetzt einfach mal einklinken. Okay. Hier haben wir ein Schnellreiseportal. Und natürlich wieder einen Haufen Gegner. Also da ich hier hinlaufen musste, war ich zufällig zwischendurch noch bei einem Polizeirevier, wo ein Massenangriff stand. Ja, wo ein Massenangriff stattfand. Jetzt war's. Oh, schlimm. Und das war ganz heftig. Also Millionen Leute, die wie hier zum Beispiel, die an die Gurgel wollen. Das ist natürlich heftig. Was sind das für welche? Alter, was war das denn? Also es ist schon wirklich, 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 wirklich sehr actionlastig. Was haben wir da? Ein Shield Medic. Das nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal. Hier, die werfen immer hier ihr Zeug hier. Die sind ganz gefährlich. Natürlich, ich bin eine super Frau und nicht ein super Typ. Ah. Oh ja, die kann man auch werfen, die Dinger. Das ist ja cool. Ja, die Station. Oh, da geht sogar ein bisschen was kaputt. Aha. Das ist gar nicht mal schlecht. Also wir probieren es nochmal. Okay, die Pfeiler gehen nicht kaputt, aber der Pfeiler hier, der ist kaputt gegangen. Tja, mal schauen. Was soll man hier überhaupt machen? Ich habe gar keine Ahnung, was man hier machen soll. Wir gehen einfach mal weiter. Ah, hier gibt es wieder ein Portal. Vergessene Station. Wir schauen mal in unseren Trigger. Oh, kann man wieder gut lesen hier. Das ist ja top. Besiege Schocker im verlassenen Subway-Tunnel. Okay. Das müsste eigentlich hier sein. Vergessene Station. Wir werden aber nochmal rumgucken, ob wir nicht auch irgendwas Lustiges finden. Hier geht es auf jeden Fall wieder raus. Aber nö, ich glaube nicht. Hier geht es auch wieder hoch. Ach nee, hier geht es noch auf die andere Seite. Oh, und da ist unser grüner Punkt. Also ich mit den Farben, das ist der Traum. Natürlich ist das orange. Ich habe in der letzten Session auch festgestellt, dass ich immer irgendwie die Farben völlig anders sage, als sie eigentlich dargestellt sind. Okay, also wenn der Kollege sagt, wir haben hier eine Farbe, dann machen wir das natürlich mal. Ja, geklopfe, geklopfe bis zum Abwinken. Also wer auf sowas steht, immer ran an die Buletten hier in das Spiel. Das ist echt fett. Du machst mir keine Angst. Nee, du machst mir keine Angst. Ich mach mir auch keine Angst. Ja, schön ist, dass die Blitzerchen hier, die machen die alle tot mit einem Mal. Das finde ich ziemlich geil. Wir müssen dann auch noch mal schauen, wie wir skillen, wie wir weiter skillen. Ich weiß nicht mal genau, warte mal, C. Was sind wir denn für ein Level? Ah, Level 6. Okay, wir haben ja gesagt, wir wollen erstmal bis Level 10 spielen. Und dann schauen wir mal, was ihr dazu sagt, ob wir denn noch ein bisschen weiter zocken wollen zusammen oder nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier rein. Was kniet denn ihr hier rum? Genau, angebrannt. Die Räumlichkeiten, ja, ich weiß nicht. Also ihr hört schon, ich habe so ein bisschen Kratzen. Ich bin ein bisschen leicht erkältet. Wobei das Mikro ja sowieso irgendwie nicht wirklich was taugt von meinem Headset. Muss ich mal schauen, wie ich das dann irgendwann mal mache. Aber das Kratzen in meinem Hals ist, wie gesagt, eine kleine leichte Erkältung, die ich mir irgendwie eingefangen habe. Hier können wir wieder uns ein bisschen heilen. Und ja, ich bitte, dass ihr entschuldigt das einfach so ein bisschen. Dann ist cool.
So, wir folgen wieder dem Fragezeichen, dem ultimativen Fragezeichen. Oh, wer ist er? Da ist Schocker. Okay. Wir brauchen ein paar Heilung. Was ist das? Wir müssen diesen Typen hier noch kaputt machen. Das sind ja alles mögliche an Sachen hier. Wie will ich denn den Schocker töten, wenn ich ihn gar nicht finde? Erstmal die, müssen wir die hier kaputt machen. Da ist er. So, den machen wir jetzt kaputt. Bisschen heilen. Dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, wir haben nicht so wirklich eine Wirkung. Unser Wind, der bringt irgendwie gar nichts. Den sollten wir dann vielleicht mal skillen. Aber ich sehe schon, es sollte doch kein Problem sein für uns. Hier mal ein bisschen ranzoomen. Die Kamera so. Komm, Baby. Zeig dich mal. Ja, wir müssen uns heilen. Das ist wichtig. Du hattest wirklich keine Chance auf den Sieg. Nein, hatte er nicht. Ich hatte ein paar Heiltränke. Deswegen haben wir natürlich auch gewonnen. Schocker hat uns gesagt, dass Dr. Octopus eine antike Steintafel von Kingpin stehlen will. Wenn der Doktor es, ja, und dann war es vorbei. Ich habe zu spät angefangen zu lesen. Aber ihr habt es sicherlich gelesen. Wir schauen mal, was hier hinten noch so rumliegt. Oh, eine Schatztruhe. Mhm. Also ein bisschen Leben war hier noch. XP. Ah, hier können wir uns ein bisschen aufladen. So, jetzt sind wir wieder voll. Schocker ist tot. Und wir gucken mal. Da war doch noch so ein verlassene U-Bahn-Station oder was das war. Was schmeißen die denn hier? Ich habe schon zu viele Sachen. Ja, wir können nichts mehr aufnehmen. Das kennen wir ja mittlerweile. Das hatte ich ja schon angekündigt in der ersten Session, dass wir irgendwann unser Inventar voll haben. Und ich weiß nicht, ob wir das wegschmeißen oder ob wir das behalten. Weil wir können ja das ja verkaufen. Komm her, Baby. So. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein in das Inventar. Eieieiei, das sieht ja nicht so schnucklig aus. Was haben wir denn Schönes? 145, das sieht doch gut aus. Okay. Oh, das ist natürlich noch besser. 266 Verteidigung für Captain America ist das Teil. So, was haben wir hier? Schlagende Manschetten von Windiger Pflug. Das sind wahrscheinlich so Sets, die man sich zusammen sammeln kann. Und ich würde sagen, die Schuhe behalte ich mal an. Das Oberteil. Das, was wir anhaben, ist auch besser. Hier haben wir ein schönes. Das werden wir mal nutzen. Und da sehen wir auch, wie die Verteidigung hier steigt. Was natürlich sehr gut ist. Dann haben wir ein Amulett für das Ding. Okay. Ich habe schon gedacht, das Ding heißt einfach das Ding. Oh, hier haben wir natürlich. Was ist denn hier der Unterschied? 6% Beute Seltenheitsstärkung und plus 2 auf Rang. Naja, da müssen wir mal weiter gucken. Was haben wir denn noch alles Schönes? Ja, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Ich würde vorschlagen. Ach, hier stehen übrigens unsere Punkte, die wir die ganze Zeit suchen. 3375. Wollen wir mal schauen. Können wir den Handschuhe anlegen? Nein. Was kann man denn hier oben? Beliebiges Artefakt. Medaillenplatz. Beliebiges Artefakt. Was haben wir da für eine Medaille? Schocker-Medaille. 3% Chance. Was? 3% Chance auf Chance dem Angreifer.
zuzufügen und zurückzustoßen, wenn du getroffen wirst. Aha. Giftwolke. Jegliche Form von Movement. 28 Motivation, Chance auf Chance, einen Lasersalve abzufeuern. Ja. Ich kann mich immer noch nicht so entscheiden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was wir denn für eine Medaille nutzen wollen. Hier ist noch so ein Teil. Flip. Sehr gut. Okay, dann gehen wir hier mal dem Fragezeichen wieder nach. Ui. Kommen natürlich Gangster. Was ist das für ein Getier? Das ist ein Rowdy. Aha. Nee, da wollen wir nicht hin. Der Rowdy mit der Kette. Alter Schwede. Haut der mich mit der Kette. Was dem so einfällt. Ist ein bisschen trist hier. Also was ich nicht so toll finde, ist, dass wenn die Kollegin neue Sachen anzieht, dass sie sich nicht wirklich verändert. Das hätte man vielleicht noch machen können. Das wäre ganz cool, wäre ein schönes Gimmick. Aber bin ich nicht stark? Ich habe die Steinplatte aufgehoben. Okay, da ist wieder was eingefallen. So, jetzt hat man doch hier hinten noch so ein. Hab keine Angst vor dir. So ein verstecktes Teil. Das wollte man doch eigentlich nochmal suchen. Also ich wollte das zumindest rauskriegen, wo das Ding ist. Ne, da hoch wollen wir noch nicht. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ich hoffe, ihr seid nicht nachtragend, dass ich jetzt nochmal zurücklaufe. Aber ich möchte gern in diesen versteckten U-Bahn-Schacht rein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war so genau. Ihr wisst ja, meine Orientierung. Ho, ho, ho. Okay. Hier haben wir schon alles abgesucht. Wir müssen wahrscheinlich wieder komplett zurück. Es ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es gibt zwar eine Karte, aber man kann sich eigentlich gar nicht wirklich verlaufen, weil es ziemlich geradlinig ist. Was auch ganz gut ist, es hat so ein bisschen so von dem Story-Modus ein bisschen was. Also dass der Story-Modus immer einfach so weitergeht und man jetzt den nicht unbedingt unterbricht oder irgendwas Vorgreifendes macht. Also quasi, dass man jetzt quasi irgendwelche Quests macht, die eigentlich noch gar nicht dran sind. Ja, das macht das Spiel natürlich interessant und für uns ist es auch nicht gerade deprimierend, wenn wir alle 10 Minuten sterben, weil wir vielleicht irgendwo sind, wo wir noch gar nicht hin dürfen. Also die Dinger hier, die nerven mich ein bisschen, der Rowdy hier. Ja, was sucht's auch immer wieder? So, aber da sind wir doch hergekommen. Leute, wo war denn der Schacht? Okay, dann gehen wir nochmal hier zurück. Ja, finde den Schacht. Es gab einen versteckten Schacht. Ah ja, da ist er. Ich sehe ihn. Da, genau. So, und bevor wir da jetzt reingehen, werden wir schnell noch ein paar Skills verteilen,